dem ganzen Team danke. Insbesondere den Künstlerinnen und Künstlern kann ich nur sagen, ist ein großartiges Beispiel, wie es weitergehen soll. Das ist jetzt der Anfang. Graffiti, natürlich kommt aus New York. Natürlich sage ich, es ist halt entstanden in den 60er Jahren. Meine Arbeit, du hast ja schon irgendwie angerissen, beschäftigt sich vor allen Dingen damit, wie Städte mit der Kulturpolitik umgehen. Graffiti ist ganz furchtbar gefährlich. Ist es aber nicht, keine Sorge. Die guten Untersuchungen zeigen, es ist kein forensischer Risikofaktor. Es hat eben zum Beispiel mit Sensibilität zu tun. Verändert es sich mit den Jahreszeiten mit? Mal liegt Schnee, dann scheint die Sonne drauf, dann ist Regen. Also auch die Bäume rundherum verändern sich. Und das ist vielleicht etwas, wo man sich Graffiti auch ein bisschen anschauen kann. Wie verändert sich das überhaupt durch die Jahreszeiten, obwohl es statisch ist? Wir haben uns gerade alle Bilder angeschaut. Es ist unglaublich, was hier entstanden ist. Der Stadt Wien war es nämlich immer schon total wichtig, dass Kunst nicht irgendwo im geschlossenen Raum passiert, nur in Museen und Galerien zu sehen ist, sondern dass sie bei den Menschen ist. Und wenn der U-Bahn-Gäste vorbeigehen und diese Kunstwerke sehen, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen eine Belebung.